Wir stehen heute vor einer Haushaltswoche. Das wird in diesen Zeiten so gemeinhin vergessen. Wir haben ja parteipolitisch auch sehr interessante Wochen. Bei der CDU haben die Regionalkonferenzen angefangen. Wir haben eine interne Diskussion, wer denn jetzt der beste oder die beste Parteivorsitzende ist. Auch bei der CSU bewegt sich einiges. Aber trotzdem würden wir diese Woche gerne hier im Parlament über den Bundeshaushalt 2019 sprechen. Da sind wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden. Da ist der Koalitionsvertrag auch entsprechend umgesetzt worden. Da sind Dinge dabei, die, wie wir immer sagen, auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Und ich habe heute den Andreas Jung mitgebracht. Der ist unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Haushalt. Und der wird Ihnen einige Erläuterungen dazu geben. Ja, da darf ich anknüpfen. Wir machen zum sechsten Mal einen Bundeshaushalt mit einer schwarzen Null. Und das will ich doch noch mal sehr betonen und in den Mittelpunkt stellen, weil es alles andere als selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich mit Blick auf die letzten Jahre, bevor wir 2014 zum ersten Mal die schwarze Null wieder erreicht haben, war der letzte ausgeglichene Haushalt noch unter Franz Josef Strauß im Jahr 1969. Und es ist insbesondere auch im europäischen Vergleich bekanntermaßen nicht selbstverständlich. Deshalb ist eine besondere Errungenschaft, dass wir die schwarze Null erreicht haben, dass wir sie in dieser Legislaturperiode fortführen können. Es ist Nachhaltigkeit im besten Sinn, unser Anspruch, Politik zu machen für diese Generation, aber eben immer auch mit Blick auf die künftigen Generationen. Und es gelingt uns unter dieser Maßgabe in diesem Haushalt Schwerpunkte zu setzen, die gerade die Handschrift der Union erkennen lassen. Wir haben mit der SPD gemeinsam vereinbart, die Projekte zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland. Ich will nennen ganz besonders das Paket für Familien, das wir umsetzen. Ich will nennen das Paket für Wohnungsbau und Wohnen. Ich will nennen die Bereiche Pflege und Renten. Zweitens erreichen wir wieder einen Investitionshaushalt mit Investitionen in Infrastruktur, die unser Land voranbringen, die auch gleichwertige Lebensbedingungen in Deutschland voranbringen auf sehr hohem Niveau, wo gerade auch unsere Initiativen sich wiederfinden, im Koalitionsvertrag vereinbart und jetzt tatsächlich umgesetzt. Und ich will drittens die vielen Punkte benennen, bei denen wir Investitionen, Zukunftsinvestitionen anstoßen können im Bildungshaushalt, aber eben nicht nur, in vielen Bereichen. Und damit, glaube ich, kann man unterm Strich sagen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden, ohne zusätzliche Schulden mit guten Initiativen Politik für Deutschland zu machen. Und man kann sagen, unterm Strich, auch mit dem neuen Minister Olaf Scholz, ein roter Minister, schwarze Null, gute Ergebnisse für die Koalition und eine gute Politik für Deutschland.